Für ein erfolgreiches Hundetraining solltest du einige Sachen beachten. Weißt du auch welche? Heute möchte ich dir 10 Dinge erklären, die dich und deinen Hund weiterbringen. Hallo, ich bin Anja und ich bin Hundetrainerin. Möchtest du mehr Videos von uns sehen? Abonniere gerne unseren Kanal. Hier findest du sehr viele Tipps und Tricks rund um das Thema Hund. Du hast einen Welpen? Prima. Junge Hunde sind sehr neugierig und wollen die Welt erkunden. Sie lernen unheimlich schnell und es macht Spaß, ihnen was beizubringen. Du kannst direkt mit dem Training anfangen. Aber auch ältere Hunde wie Lilly hier sind oft sehr neugierig und möchten die Welt auch noch erkunden. Nur manchmal dauert es etwas länger, diesen Hunden etwas beizubringen. Was bedeutet Konsequenz im Hundetraining? Konsequenz im Hundetraining ist nicht zu verwechseln mit unnötiger Härte oder Strenge, sondern Konsequenz bedeutet, dass die Übungen, die du machen möchtest, auch durchgesetzt werden. Und du hörst auf, wenn du aufhören möchtest, nicht dein Hund. Es ist wichtig, dass du deinem Hund kleinschrittig, Step by Step alles erklärst. So hat der Hund Spaß am Hundetraining und du kannst deine Übungen für den Alltag gut auftrainieren. Hunde verstehen unsere menschliche Sprache nicht. Deswegen ist es wichtig, die Signale für den Hund kurz und präzise zu halten. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ihr eurem Hund sagt Sitz, ist es wichtig, nur das Wort Sitz auszusprechen und nicht in ganzen Sätzen zu sprechen, wie zum Beispiel mach mal bitte Sitz. Ganze Sätze sind für unsere Hunde ziemlich unverständlich. Auch ist es wichtig, dass ihr in einem gleichen Klang mit dem Hund redet. Das bedeutet Sitz und nicht Sitz zum Beispiel zu machen. Hunde lernen Klang und Melodie unserer Worte mit. Hunde sind wahre Meister im Lesen der Körpersprache. Ihr braucht aber keine riesengroßen Gestiken zu machen. Oft reichen für den Hund kleinste Signale, um zu verstehen, was wir überhaupt von ihm wollen. Wenn ihr Signale aufbauen wollt, ist es hilfreich, unsere Körpersprache mit reinzunehmen. Zum Beispiel nehme ich gerne, wenn ich dem Hund das Kommando Sitz beibringe, den Zeigefinger hoch. Dieses Zeigen des Zeigefingers setzt für den Hund schon voraus, was wir haben wollen. Körpersprache zu lesen ist für unseren Hund super einfach. Deswegen unterstützt das Training mit unserem Hund. Du möchtest, dass dein Hund seinen Namen kennt? Wenn du während des Trainings oft den Namen deines Hundes wiederholst, merkt er sich ihn schneller. Das stärkt euer Vertrauensverhältnis und der Hund weiß, wer er ist. Leckerchen sind ein besonders wichtiges Hilfsmittel in der Ausbildung der Hunde. Ich belohne sehr kleinschrittig jeden einzelnen Trainingsschritt mit Leckerchen. Das führt dazu, dass der Hund sehr positiv auf die Übung reagiert und nachher sehr zuverlässig in seinem Verhalten ist. Habt ihr Angst, dass euer Hund zu dick wird, müsst ihr einfach die Tagesration der Leckerchen von dem Futter abziehen. Natürlich muss ich meinem Hund nicht immer ein Leckerchen geben. Gerade wenn er Übungen schon kann, reicht ein verbales Lob oftmals aus. Verbales Lob ist bei mir, hey, prima, super, hast du toll gemacht. Damit zeige ich meinem Hund, dass seine Arbeit honoriert wird und mein Hund behält Freude bei der Arbeit. Lass dir Zeit im Hundetraining. Baue in Ruhe deine Körpersprache auf und hinterher die verbalen Signale. Setze beides zusammen, sowohl die Körpersprache als auch die verbalen Signale. Dein Hund lernt dich dann zu verstehen und die Kommandos zuverlässig auszuführen. Am Anfang eines Trainings startest du immer reizarm. Das bedeutet im Haus oder im Garten. Hab keine Ablenkung von draußen wie andere Hunde oder Fahrradfahrer. Dein Hund soll sich ganz stark auf dich konzentrieren, damit er auch den Inhalt der Übungen begreift. Im Laufe des Trainings ist es allerdings wichtig, dass du Außenreize dazuführst, damit dein Hund abgehärtet wird und die Übung zuverlässig in allen Situationen zeigen kann. Gerade junge Hunde können sich nicht lange konzentrieren. Deswegen ist es wichtig, nicht lange zu trainieren, sondern die Häufigkeit ist sehr wichtig. Du möchtest deinen Hund ja im Training nicht überfordern.
Dein Hund soll Spaß am Training haben und das Erlernte zuverlässig zeigen. Das waren jetzt meine 10 Tipps für euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurem Hund. Falls ihr noch Anregungen oder Fragen habt, stellt sie gerne unten in die Kommentare. Bis bald!